Im Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. 1921 ging es los, der Fußball war schon damals famos. Der Landkreis Merkt auch heute die Kraft, die manchen schwer zu schaffen macht. Für Kameradschaft steht die Spieler sind auf jedem Gegner heiß, denn auf den Rängen mit Schlachtgesängen, da stehen die Fans in großen Mengen. Und alle wissen, hier ist der VfR, der VfR. Und alle wissen, hier ist der VfR, der VfR. Okay, turn here.
Nein! Spring da daneben, spring da daneben. Nur das? Herzlich willkommen zu VfL Garching TV. Heute 8. Spieltag, VfL Garching TSV Bogen. Endstand 4:2 für VfL Garching. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Heute der Trainer und Ersatztorwart. Wie kommt das zustande? Ja gut, die Rolle habe ich ja schon öfters gehabt, aber dass mal drei Torhüter ausfallen, damit hätte ich nie gerechnet. Aber gut, somit haben wir einen Dave als ehemalige Nummer 2, die er lang war, dafür reaktiviert und ja, seinen Job gut gemacht hat. Natürlich. Wir sind früh in Rückstand geraten nach 3 Minuten. Unhaltbarer Freistoß meiner Meinung nach. Dann noch unnötig eine rote Karte bekommen. Aber trotzdem in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden, muss man so sagen, wahrscheinlich ein bisschen lauter. Und dann das Spiel gedreht. Ja, sehr energisch. Also ich habe schon in der ersten Halbzeit dann nach dem Rückstand gefordert, dass wir einfach mehr Selbstvertrauen und mehr Druck in unser ganzes Spiel und in unsere Pässe kriegen. Und wir wollen da Verantwortung abschieben, statt klare Bälle zu spielen. Der kann den Ball spielen, aber da muss ein klar zu ihm spielen und nicht einfach ihm so hinschubsen. Und wenn man nicht konzentriert ist, und es kann ja nicht sein, dass wir ständig den Gegner so ins Spiel lassen, indem dass wir ihm Sachen halt komplett schenken. Gott sei Dank hat Bogen dann komplett das Spiel eingestellt. Nach vorne wollten eigentlich nur das 1-0 verteidigen die ganze Zeit. Und ja, dann sind wir halt natürlich unglücklich oder ja, auch verdient ein Mann weniger gewesen, weil Philipp hat da irgendwie einen Schalter kurz mal ausgemacht und war 2 Meter zu spät dran und nimmt den anderen voll mit. Und hat sich Gott sei Dank dafür entschuldigt und es ist nichts passiert. Aber deswegen waren wir dann erst recht im Hintertreffen. Und dann kriegen wir aber 3 Riesenchancen in der ersten Halbzeit noch zustande, auch mit 10 Mann. Und das haben wir super gemacht eigentlich. Aber wir haben trotzdem viel zu zaghaft gespielt. Wir haben uns dann angemeckert untereinander. Ich bin draußen sicherlich ein bisschen laut und ausgeflippt, aber weil ich einfach das nicht meine Mannschaft ist, wenn sie so emotionslos und so nicht zielstrebig spielt. Und ohne Selbstvertrauen. Und gut, das ist vielleicht die Konsequenz aus den letzten 3 Spielen. Innerhalb von einer Woche verlierst du die mal. Und du musstest dir neu arbeiten. Und da haben wir doch in der Halbzeit ganz, ganz klare Worte gewählt. Und ist ein bisschen lauter geworden. Ich hoffe, der Gegner hat es auch gehört. Und, auch auf der Tribüne hat man es gehört. sogar das wäre mir egal gewesen. Aber dann sind wir rausgegangen mit einer wahnsinnigen Zielstrebigkeit. Und du hast in der ersten Minute schon gemerkt, haben wir die erste Chance gehabt, in der zweiten die zweite. Und die dritte war halt dann drin. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass du emotional in das Spiel zurückkommst. Ja, super. Jetzt hast du echt einen moralischen Sieg davongetragen, muss man so sagen. Dann zweite Halbzeit, kämpferische Leistung überragend.
gibt wahrscheinlich jetzt Auftrieb für die kommende Woche, jetzt englische Woche, Pokal gegen Markt Schwaben. Ja gut, den Pokal nehme ich jetzt mal nicht so ernst. Du musst schon wieder 3 Quali-Runden spielen, bevor du in die 64er BV-Hauptrunde kommst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für einen Verein, der mit einem 19er-Kader in der Liga, in der Bayernliga spielt, ist es kaum machbar. Ständig die englischen Wochen jetzt schon wieder und dann da durchzugehen und zu sagen, ja, nehmen wir halt alles mit, so gut wie es geht, muss ich ganz klar sagen, das spielt wieder, so wie das jetzt am Donnerstag gegen die Araber war, auch die zweite Garde, die zurzeit halt nicht so viel zum Einsatz kommen, obwohl wir jetzt halt wieder einen Spieler verlieren, aber da müssen wir jetzt durch, werden noch ein paar von der zweiten da und dann werden wir dieses irgendwie spielen, sodass alle Spielpraxis haben. Und ich hoffe, dass diese Spieler sich dann auch empfehlen, wenn sie da spielen. Und das ist halt das Wichtige. Ja, das heißt, dass du legst dann auf das Spiel Unterföhring am Wochenende natürlich mehr Wert. Derby muss so sein, ne? Ja, natürlich. Ich wohne in Unterföhring. Ich wohne neben dem Präsidenten von Unterföhring. Das ist ein super schönes Derby, da zu spielen. Und wir haben gegen Unterföhring noch nie viel geholt. Ich mag da auch nicht das zu hoch hängen. Wir spielen jetzt ganz Gott sei Dank mal in einer anderen Liga gegen sie. In der BOL war es nicht so erfreulich. Und ich glaube, wir sind sehr auf Augenhöhe mit ihnen, was sie die letzten Jahre geleistet haben, haben wir aufgeholt und stehen zurzeit besser als sie da. Vielleicht verdient sie zum jetzigen Zeitpunkt und jetzt wollen wir auswärts unsere gute Serie eigentlich halten. Das heißt, gut spielen und den Einsatz von der zweiten Halbzeit heute aufs Spielfeld bringen. Das auf jeden Fall mitnehmen. Wie ist es dann, wenn wir ein dahingehendes Spiel gewinnen, mäht er den Rasen und wenn wir verlieren, dann er? Ja, wir geben uns schon gegenseitig wahrscheinlich einen aus, aber mal gucken, wer zahlen muss am Wochenende. Okay, dann wünsche ich euch viel Glück fürs Wochenende und herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Sieg heute. Danke.